Hallo und herzlich willkommen zu Mario Party 9. Jetzt werden wir uns mal die Minispiele hier anschauen, was hier für Sachen gibt. Und ich habe mir das schon mal angeschaut, ich habe es auch einmal gemacht. Hier gibt es nämlich nur einen Einzelspielermodus gegen die Zeit, das ist so wie früher der Marathon. Beende 10 Minispiele, so schnell du kannst, versuche deine eigene Bestzeit zu schlagen. Muss man als Minispiel machen und Bonusziele erfüllen und ja, auf Zeit am besten immer gut Zeiten zu machen. Und hier ist eine irische Musik, die rockt. Ich mache hier gleich Irish Step. Das ist aber nur ein scheiß Scherz. Willkommen bei King die Zeit. Soll ich euch die Regeln erklären? Beende so schnell wie möglich 10 Minispiele hintereinander. Die Zeit, die du für ein einzelnes Spiel brauchst, da gibt's sie am Ende. Für deine Gesamtzeit. Jedes Minispiel hat außerdem ein Bonusziel. Neue Bonusziel erreichst, werden dir von der Gesamtzeit nur 3 Sekunden abgezogen. Ist nicht echt nicht viel. Wenn du jedes Minispiel so schnell du kannst, kannst du dir bisher erreicht Bestzeiten ansehen. Die Reihenfolge, in der du Minispiel spielen möchtest. Man, jetzt die kranken Minispiele zuerst. Die schwersten. Das Pizza Pie, das kennt ihr noch nicht. Das war ein richtig harte. Dann noch Ballonballerei, auch richtig hart. Ballballons, richtig hart. Reaktionskill, richtig. Ja, Puzzlefling kennt als auch richtig fies. Dann gibt's noch. Joa, was können wir noch nehmen? Schneemobilrennen. Cool Willi Rennen. Graffiti. So. Können wir auch mal speichern hier. Scheint bereit zu sein. Lein los. Wäre jetzt geil, wenn es mit einem Säbel oder so abgeschnitten hätte. Käme echt epischer. Aber macht einfach so los. Hier kommt das erste Minispiel. Pizza Party. Billiges Pizzastück mit allen 4 Belegen. Wo ist sie? Mach bei jedem Belegen kein einziger Fehler. Ja, das ist nicht unmöglich. Belege Pizza so schnell wie möglich mit allen 4 Belegen. Halt die Wiefer senkrecht, bewege sie ruckartig, um Belege zu werfen. Wie soll man das schaffen? Ohne Fehler zu machen. Leute, das geht nicht. Guckt es euch an. Ich mach das jetzt mal. Ah. Ist jetzt noch kein Fail. Da ist er schon. Jetzt kann ich einfach wild drauf loswerfen, weil es jetzt schon. Wie soll man es machen? Und das bei mit 4 Belegen, Leute. Oh ja, ist klar, ist klar. Ja, ist klar, ist klar. So, jetzt aber. Jetzt kommt noch die Mettwurst. Das wird ja eine leckere Pizza. Wenn die einer von euch haben will, dann müsst ihr nur Bescheid sagen. Manchmal dreht es auch langsamer. Es führt auch noch zu Irritation, wie das gehen soll. Ich habe keine Ahnung. Falls ihr es wisst, könnt ihr gerne schreiben. Und jetzt noch die Peperoni oder Paprika, keine Ahnung. Die Pizza jetzt ist so schnell, ich kann es nicht sehen. Ich kann es nicht sehen. Jetzt ein bisschen skillen hier. So. Hä, ich hab hochgemacht. Das Scheißding nimmt sich an. Jetzt hier dieses komische Ding. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich hasse es jedenfalls. Wenn das auf einer Pizza ist, wenn ich in der Pizzeria bin, sage ich immer ohne dieses eklige Zeug. So eklig. Noch eins. Uno, letzte Karte. So. Und eine schlechte Zeit für 1.13. Mir scheißegal. Denn das Spiel kann ich nicht. Darum habe ich es auch zuerst genommen. Die asozialen Spiele zuerst. Ah, oh, keine schlechte Zeit. Gut gemacht. Ich finde es so grauenvoll, die Zeit. Aber wie gesagt, Second Try. Ich habe es nur einmal gemacht. Weiter geht's mit nächstes Minispiel. Ballonballerei, bringe alle Ballons zum Platzen und 10 Schüsse, dann kriegt man einen Bonus. Also wie das zu schaffen ist, weiß ich nicht. Zieh mit deiner Kanone und versuch möglichst schnell alle Ballons vor ihnen zu treffen und Super Paper Mario Haltung bewegen halt mit Steuerkreuz und schieß mit 2. Oh, Epic Fail. Da kann noch ein bisschen was drauf. Seht ihr, wie soll man es mit nur 10 Schüssen schaffen? WTF. Der kommt. Nice. Aber oh, der ist nicht ganz richtig. Ah. Mal so knapp. Jetzt müsste es aber passen. Was? Immer noch nicht? So eine Verarsche hier, die Spiel. Da wird mal aggressiv, weil da kriege ich echt Frust. Und Depression. Wie soll das gehen? Ohne Schmarrn. Ja, okay, ich habe echt keine Lust mehr hier drauf. Na, endlich.
Jetzt, der müsste aber sitzen. Nee, tut er nicht. Wieso sitzt der nicht? Er kommt doch perfekt. Ach so. Immer noch so. Jetzt aber. Die anderen, die fetzt sich jetzt weg. Ganz schnell. Okay, ich sagte ganz schnell. Ah, gut. So schwer, dann den richtigen Winkel und die richtige Höhe zu kriegen. Naja, egal. 1 zum 20 Fail. Ich hatte es auch schon mal besser geschafft. Beim First Try wohl bemerkt. Aber was will man machen? Was der Zeigler ist, fick dich, du Spast! Mann, wie mich sowas immer aufregt. Wenn die dann da rumheulen. Da wird mal aggressiv, weil es haben die extra immer. Weiter geht's zum nächsten Spiel. Ballbalance, steuere die Kugel, leuchte Felder, Sammlung der Punkte, wenn das Minispiel ohne die Kugel einmal fallen zu lassen. Da habe ich einen Trick mir ausgedacht. Beim First Try sogar habe ich nicht so oft gefailt, dass ich es nicht begreifen konnte. Deswegen habe ich einen Trick erfunden. Erstmal nein, die Plattform um die Kugel, das leuchtende Feld rollen zu lassen. Tust du das leuchtende Feld mehrmals ohne die Kugel fallen zu lassen, erhältst du Bonuspunkte. Halte die waagerecht, genauso halte ich die auch. Die halte ich mit beiden Händen so, als wenn ich, ja, weil ich kann es nicht erklären. Die, so ein bisschen wie er, nur die Hand schließt das praktisch, weil er hat ja nur den Daumen da. Ich habe dann die ganze Hand darum. Und das ist episch. Das ist richtig genau. Präzise ist das. Und man kann dann chillen. Und die Kugel fällt trotzdem nicht runter, wie ihr seht. Und es geht noch relativ schnell. Denn wenn ich schnell mal, wird es nur failen und dann kriegen wir nicht die Bonuspunkte. Mhm. Hm. Ey, was soll der Scheiß denn jetzt? Auf jeden Fall ist nicht einfach das Spiel. Ich glaube, so sieht es auch nicht aus. Muss man schon skillen. Mit der Haltung geht es einigermaßen. Ich habe beim ersten Mal 2 Minuten oder so gebraucht. Ich muss mich konzentrieren. Nice, sogar fast den Na gut. Aber für ein Second Try und das erste Mal jetzt mit der Haltung richtig. Naja, ich bin zufrieden. Halt die Schmerzen, Wonk! Hey, ich bin Honk, aber ich will jetzt die Nerven. Was Bonus fürs Minispiel reicht oder ist Spezialbonus verdient? Ja, wenigstens das. Weiter geht's zum nächsten Minispiel. Herzjuskadur. Ja, das kennen wir ja. Und das Bossi ist auch krank, weil die meisten Bossi sind echt asozial. Man darf sich nur einmal treffen lassen vor der Steinkugel. Hallo, wie soll das gehen? Vor einer darf man, so gütig sind es dann doch, vor einer darf man sich treffen lassen. Wie krank. Wird immer schneller und immer schwerer. Und irgendwann ist es doch nicht mehr möglich auszuweichen, obwohl ich bin gerade gut. Na, seht ihr? Es wird so schnell. Na, das ist schon der zweite Fail. Und wir kriegen den Bonus nicht mehr. Ich hasse es so. Wie asozial die das gemacht haben. Die Entwickler können es wahrscheinlich selber nicht. Aber Rekord. Das ist ja schon mal ein Fortschritt. Alter Rekord gebrochen. Du ein neuer Rekord. Weiter so. Wir haben jetzt schon 3 Minuten. Weiter geht's mit nächsten Minispiel. Jetzt kommen die, die ich kann. Nur die ersten 3 konnte ich nicht. Puzzle. Den Boss kriegt man aber alle Puzzleteile sofort richtig macht. Das ist natürlich auch krass. Ich mach das lieber auf Geschwindigkeit. Und hier können wir cheaten. Können wir schon gucken, welches das erste. Ja, welches das perfekte ist. Das kann nur das sein, Leute. Das kann nur das sein. So, ich muss ja auch noch da reinschmeißen, genau. Okay, bis jetzt sieht es sogar noch gut aus. Wow. What the fuck?
Ah, leck mich doch. Egal, scheiß auf den Bonus. Hauptsache Rekord, ich will den scheiß Rekord, Mann. Ich will den Rekord. Ich will den Rekord, ich will den Rekord. Yes! Wegen 12 Millisekunden. Woo! Halla, du ein neuer Rekord. Weiter so. Und dann geht's durch nächstes Minispiel. Ja, Schneemobil. Wir müssen alle Rampen treffen und diesmal 10 Runden fahren. Naja. Und ich fail hier sehr oft. Aber die Rampen sollte man schaffen können. Das ist ein leichter Bonus. Leute, den dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Jetzt sieht super aus. Kein Schneemann trifft mich. Und ich habe wenig Wände gerammt, wenn auch nur um auszuweichen, dass das scheiß Schneemann mich nicht trifft, wie jetzt gerade. Der will mich doch treffen, der hat sich doch gerade bewegt. Ja, seht das? Oh fuck, jetzt habe ich einen Fail gemacht. Ja, jetzt habe ich gefailt. Scheiße, Mann. Das in der letzten Runde. Aber trotzdem neuer Rekord. Nice one. Boah, das ist eigentlich einfach hier. Diese irische Musik. Und das war eine gute Zeit. Irish Step. Riverdance. Gibt's auch so Musical Riverdance. Naja, egal. Kennt eh keiner. Hallo, du ein neuer Rekord. Weiter so. Ist auch wegen Irish Step, meine ich. Das ist River Dance, wir sind sogar auf dem River. Was Bonus hier für dieses Minispiel reicht, so ein Spezialbonus verdient. Zweiten. Weil jetzt zum nächsten Minispiel. Kugel will hier rennen. Ja, lass kein einziges Turbofeld aus. Ist auch asozial, wenn man irgendwann so ein Tempo drauf hat, dass man die schon gar nicht mehr realisiert. Schnell genug. Aber ich mache es natürlich mit meinem Lenkrad. Deswegen habe ich bessere Chancen. Würde ich auch jeden raten, der Mario Kart wie Lenkrad hat. Der es geht wirklich besser mit dem Lenkrad. Glaubt mir. Ist kein Spaß. Jo, ich muss mich konzentrieren. Alle Dinge einsammeln, okay. Am besten kein Fail leisten. Da ist schon der erste weg, das ist auch nicht möglich. Meiner Meinung nach. Aber ist ja egal. Na gut, das Tempo konnten wir auch nicht halten, na klasse. Meiner Meinung nach ist nicht möglich, hier alle Dinge einzusammeln. Oder sehr schwer und dann failt man halt und man kommt an der Piranha-Pflanze oder so. Solche Dinge ist natürlich möglich. Also ich bleib da lieber auf mittlerem Tempo. Oh, okay, und fehle trotzdem. Oh, ich glaube, die Zeit geht noch einigermaßen. Naja, ich habe mich blöd angestellt. Normal bin ich hier halt immer gut. Schaffe auch fast alle Turbos und ohne Fails. Ja, war klar, dass im Let's Play nicht klappt. Keine schlechte Zeit. Jetzt lügt er auch noch. Jetzt mit nichts mehr spielen. Graffiti geballert. Ja, nur da ist der das Spezialboss auch asozial. 90% mit 10 Schüssen ausmalen. Wie soll das gehen? Ich mach's jetzt mal ganz taktisch, aber man muss ja auch noch schnell malen. Wie soll das gehen, Leute? Da ein hin. Mhm. Sechster Schuss. Siebter. Achter, neunter. Ich glaube, das ist den Bonus haben wir sogar in der Tasche. Und New Record. Ja, mit Taktik ist doch, wa? Wow. Hast du ein neuer Rekord? Nee, kein Spezialbonus. WTF habe ich mich so verzählt. Ich mach keinen einzigen Fehler bei Eingabe. Wenn ich mich richtig konzentriere jetzt, dann passt das. Dann packe ich das. Also, keine Kommentare. Start. Nice. War noch nicht mal so richtig gechillt. Obwohl
obwohl ich den Bonus machen wollte und ja, trotzdem super Zeit und New Record, das war episch. Ja, muss man sich nur konzentrieren und die Tasten gut kennen, dann läuft das, weil so viele Tasten hat die Wii nicht. Das war schon beim Nintendo 64 schwieriger. Ach, du, ein neuer Rekord, weiter so. Okay. Und das Bonus-Ziel erreicht. Das Spezialbonus erreicht. Und jetzt das letzte Minispiel. Ich spring ganz da oben, das kennt ihr noch nicht. Ohne einen Block nochmal zu berühren, nach ganz oben kommen. Nutze die Springblöcke, um das Ziel hoch oben in die Wolken zu erreichen. Halt die Wii-Fern- und Wahlrechtsdrücke, Steuerkreuz, ja, Super Paper Mario halt schon natürlich. Ist aber ganz einfach. Muss es nur richtig timen und ja, dann läuft das. Ich finde das chillig. Start! Mir auch leider konzentrieren. Oben wird schwieriger. Ist nicht nur ein Klotz da, aber man wird hier mal abgefangen da auf dem Braun. Und kriegen wir zwar nicht mehr den Bonus, aber ich meine, oh, jetzt kriegen wir auch nicht mehr. Fuck this. Mann, ich hab's bei First. Ja, jetzt ist auch scheiße, ey. Bei First Try. Jetzt habe ich auch keinen Bock mehr, wenn ich einmal faile. Beim First Try hatte ich das ohne Fails und ganz schnell, wie ihr den Rekord sehen könnt. Naja. Oh Mann, war es peinlich. Oh Mann, das war so peinlich! Mann! Sie erreicht mir eine scheiß Dreckszeit. Jetzt kommt hier ein Kommentar. Bist voller Noob. Second Try vielleicht? Jetzt reichen wir noch deine Spezialboni ein. Für jeden Spezialboni reicht das. Ziehen wir noch drei ab. So nichts. Sehen wir mal, wo in der besten Liste stehst. Ja. Letztes Mal ein bisschen verbessert, aber naja. Jo Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir mal eure Bestzeit steigern, aber bitte im vernünftigen Ton, nicht du Noob und du Vollidiot, du kannst gar nicht so hauen, nicht sowas. Einfach schreiben, wie ihr so seid, aber und wie lange ihr daran gesessen habt, bitte. Weil ich habe jetzt nur eine Viertelstunde daran gesessen und ich bin zufrieden. Für First bzw. Second Try, warum nicht? Also Leute, nächstes Mal geht es dann richtig zum Minispiel Games. Die drehen sich da rundherum um Minispiele. Ich habe keine Ahnung, was uns zu erwarten. Es ist dann komplett blind. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuschauen, wie ich faile, wie ich aber auch skille teilweise. Und ja, deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag, gute Nacht oder was auch immer. Denn bei mir ist schon Nacht. Und ja. Bis zum nächsten Mal, Leute, haut rein und macht's gut.